Hallo und herzlich willkommen bei Finanzimpuls. Ich bin Alex und in dieser Folge gucken wir uns mal wieder an, was die letzte Woche so in meinem Trade Republic Depot passiert ist. Und dies ist die Folge 72 vom 3. bis zum 10. Juni 2021. Diese Woche wieder am Donnerstag. Los geht's! Und bevor wir uns mit den Zahlen hin und her beschäftigen, wie immer zunächst eine kleine Themenübersicht. Wir gehen natürlich wie immer komplett auf meine Depot-Performance ein. Ich will ein paar Worte zur Volatilität, zur aktuellen Volatilität verlieren. Wir reden über die aktuellen USA-Inflationsdaten, die jetzt erst am Donnerstag rausgekommen sind. Übrigens jetzt Donnerstag, 10. Juni, 15.29 Uhr nehme ich gerade das Video auf. Das heißt, jetzt startet gleich oder eröffnet gleich die Börse in New York in den USA. Dann möchte ich gerne noch einen Nachtrag zu den Freigrenzen bei Kryptowährungsverkäufen verkünden. Dann gehe ich nochmal ganz kurz auf ein paar Wall Street Bets Stocks ein. Und ganz, ganz wichtig, ich habe in einem Community-Post euch aufgefordert, mir Depots zuzuschicken. Es sind schon einige Depots angekommen. Herzlichen Dank für die Einsendung dieser Depots. Und wenn du auch noch gerne dein Depot senden möchtest, ich werde dann diese Depots, ich werde mir ein paar Depots rauspicken, diese so ein bisschen analysieren und darüber philosophieren und auch analysieren, wie ich über diese Depots denke, vielleicht was man anders machen könnte, was man optimieren könnte, wo die Risiken und wo auch die Chancen in den jeweiligen Depots sind. Sende mir dein Depot an youtube@finanzimpuls.net. Den Link findest du auch auf meinem Kanal zu dieser E-Mail-Adresse, also auf dieser Kanalseite. Und gerne darfst du dein Depot über GetQuinn, TrezorRun oder auch einer Portfolio-Performance-Datei mir zusenden und ich werde mir das dann gegebenenfalls, wenn es ausgewählt wird, tatsächlich auch genauer angucken. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die bisherigen Einsendungen an dieser Stelle. Ich möchte auch auf das letzte Video in diesem Kanal hinweisen, wo es um die Berechnung des Monatsanfangs-Trading ging. Das fand ich persönlich recht spannend. Einerseits ein bisschen enttäuschend, andererseits doch interessant, dass es irgendwo dann doch funktioniert. Und an dieser Stelle würde ich mich wie immer freuen, wenn du mir schon mal ein Like hinterlassen würdest. Es ist aktuell 15.31 Uhr. Die Zahlen springen hier schon etwas stärker hin und her, denn die US-Börsen haben jetzt gerade geöffnet. Ich gehe hier von 71.200 Euro aus. Die hat man nämlich gerade, bevor ich das Video gestartet habe, von der Performance-Berechnung her. Das bedeutet, dass ich in meinem Depot vom 3.6. bis heute 10.6., also von 70.100 Euro zu 71.200 Euro performt habe. Jetzt geht es sogar nochmal 100 Euro nach unten, aber so ist es halt. Und das macht insgesamt plus 1.100 Euro oder 1,57% aus. Jawohl, heute, ja, wenig volatil, obwohl es hier immer so aussieht, aber es geht hier nur um 0,2%, hier in der Spitze 0,4% nach oben gerundet. In der Woche, das ist ja keine ganze Woche, sondern das ist die Woche hier seit dem 7.6., das müsste ja Montag, glaube ich, gewesen sein, plus 1% oder 720 Euro Monatsperformance, plus 2.280 Euro oder 3,3%, Jahresperformance plus 13,5% oder 8.460 Euro und seit Januar 2020 plus 9.080 Euro oder 14,6%. Ich switche hier mal wieder auf dieser Wochenansicht um, beziehungsweise wir gucken uns hier mal die Monatsansicht an, denn ich wollte ja gleich zu Beginn ein paar Worte über die aktuelle Volatilität verlieren. Und wenn wir uns das hier mal angucken, und zwar ungefähr so seit Ende Mai, 25.05., so um den Dreh, kann man sehen, wie die Tendenz Richtung Norden ist, also eine Aufwärtstendenz da ist, aber die Volatilität scheint wie weggeblasen. Wenn man sich hier natürlich die Volatilitäten noch anguckt, bis halt ungefähr Mitte Mai oder zwei Drittel des Mais halt einfach, danach ist die Volatilität wirklich kaum noch vorhanden, zumindest bei mir im Depot. Wer natürlich mehr mit Meme und VBS, Wall Street Bet Stocks in seinem Depot handelt, da sieht das natürlich ganz anders aus. Also es ist unfassbar langweilig für mich aktuell. Wenn man sich hier diese Performance seit Montag anguckt, sieht aus, ja, krass, bergauf würde es hier gehen, aber sind nur in Anführungsstrichen 1,6%. Und ich bin eigentlich, das muss ich auch sagen, eine andere Volatilität in meinem Depot
gewöhnt. Bevor wir jetzt hier irgendwo weitermachen, gucken wir uns wie immer die Trades der Woche an. So, am 3.6. habe ich das letzte Video aufgenommen, da ist auch nicht weiter viel passiert. Und wir gucken uns dann eben die Daten ab dem 4. Juni hier an. Es sind verdammt viele Dividendenzahlungen eingetroffen. Wir sind jetzt gerade auch in der Jahreszeit, wo halt einfach ganz viele oder sogar die meisten Dividenden, glaube ich, ausgeschüttet werden. Und deshalb gehen wir das im Einzelnen auch ein bisschen durch. Deutsche Wohnen, 91 Euro Cent habe ich hier bekommen. Nvidia Optionsschein habe ich mir gekauft. Das ist ein Put, also ein Short-Optionsschein. Also ich setze auf fallende Kurse. Short-Optionsschein ist natürlich falsch, also ein Put-Optionsschein, indem ich halt einfach auf fallende Kurse setze. AMC Entertainment, da habe ich ja letzte Woche noch ein bisschen ausführlicher drüber geredet. Ja, was da halt mal wieder passiert ist, was die für einen Anstieg hatten, bin ich mit 168,52 Euro oder für diesen Betrag halt einfach eingestiegen. Dann ging es dann nach oben und dann habe ich im positiven Bereich mir einfach einen Stop-Loss reingesetzt und der ist dann gerissen worden und ich bin hiermit also insgesamt 1 Euro und ein paar Cent rausgegangen, also 1,66% Rendite. Weil es so langweilig war, brauchte ich hier mein kleines Abenteuer in meinem Depot. Tencent Holdings 1,38 Euro, Mensch und Maschine 1,21 Euro und 7 Cent, nochmal separat hier. Mensch und Maschine nochmal 11,74 Euro. Ich kann es euch jetzt gar nicht genau sagen, warum diese Gutschrift in der Weise hier gesplittet ist. Nasdaq 100, dreifach gehebeltes ETP, 127 Euro, wurde ein Limit-Verkauf ausgelöst für 5 Anteile, bin ich mit 15, sagen wir mal 16% in etwa gerundet ausgestiegen. Die nächste Limit Order, das gucken wir uns auch noch mal ganz kurz an. Das ETP ist nicht mehr ganz oben, sondern hier etwas weiter runtergerutscht. Jetzt sind wir gerade wieder bei 127 Euro und der nächste Verkauf würde bei 130 für weitere 5 Anteile ausgelöst werden. Ich habe aktuell 15 Anteile im Depot, bin relativ gut im Plus und ja, wie man sehen kann, ist es hier auch kurzfristig seit kurz vor 2 auch wirklich nach oben gegangen. Und ja, wir waren ja vorhin bei 71.100 Euro oder sogar etwas darunter. Jetzt sind wir schon bei 71.400 Euro. Wir behalten trotzdem die 71.200 Euro als Performance einfach drin, denn damit kann man halt einfach rechnen und diese Stunden- oder Minutengenaue Berechnung interessiert uns ja auf Wochenbasis gar nicht so sehr. CD-Projekt habe ich auch noch einige Aktien drin. 11,83 Euro Dividenden bekommen. Das war mal wieder so ein kleines Streicheln und halt es doch etwas noch länger mit uns aus, Alexander. Und akzeptiere ich, mache ich auch. Philips, knapp 6 Euro Dividende bekommen, finde ich auch recht ordentlich bei Philips. Goldman Sachs, die hatte ich sowieso als Beobachtungsposition und im Sparplan habe ich die, glaube ich, auch drin. Trotzdem ist die, glaube ich, ich weiß gar nicht, 9.6., also gestern so, weiß ich nicht, 2% gesunken und dort habe ich mir mal eine Aktie manuell dann eingekauft. Moody's, 36 Euro Cent Dividende, S&P Global, 1,16 Euro Dividende, TransUnion, 2 Cent Dividende, juhu, und das war's. Gar nicht so viel gemacht diese Woche. Kontostand 1384,95. Das heißt, ich habe hier auch noch ein bisschen Cash drin. Aber wie du merkst, bin ich aktuell auch so ein bisschen zurückhaltend. Ich verbringe auch so ein bisschen meine Freizeit halt eher irgendwie, weiß nicht, auf dem Mountainbike, auf dem Balkon und so weiter. Und bin da und will da im Moment auch gar nicht so aktiv sein. Das Interessante ist, ich will nicht aktiv sein, obwohl ich im Depot, ich habe das ja letzte Woche komplett einmal durchgescrollt, immer noch einige Derivate hier drin habe, aber ich muss das nicht stündlich oder täglich beobachten, da viele Optionsscheine, die ich hier noch habe, eher langfristig angelegt sind und vieles ist mittlerweile auch, was ich gekauft habe, mit Stops abgesichert. Das heißt, ich muss nicht den ganzen Tag hier vor dieser Kiste halt hängen und gerade bei dem Wetter, jetzt startet ja der Sommer endlich mal so richtig durch bei uns, da muss ich das einfach so nicht haben. So, und dann kommen wir nochmal zu einigen News aus den USA. Die Year-to-Year-Inflationsrate, das heißt die Daten von Mai 2020 im Vergleich zu Mai 2021. Dort sind die Verbraucherpreise um 5% in den USA gestiegen. Das ist ein krasser Anstieg. Es waren, lasst mich nicht lügen, 4,6 oder 4,8% erwartet. Und seit August 2008 ist das der höchste oder größte Anstieg der Inflationsrate, was schon enorm hoch ist. Aber wir wissen ja auch, was vor einem Jahr war. Da wurden einfach, war einfach alles ziemlich am Boden und dass man da jetzt natürlich extreme Schwankungen einfach hat, war einfach davon auszugehen.
Und viele gehen davon aus, dass wir derzeit den Peak der Inflationsraten auch erreicht haben. Deswegen siehst du auch, dass das gar nicht so einen Einfluss dieser aktuellen Zahlen auf die aktuellen Märkte halt hat. Ich denke, da ist schon ganz, ganz vieles eingepreist. Nächsten Monat sollten sich die Inflationsdaten wieder so ein bisschen nach unten korrigieren. So, weiß ich nicht, so 4% oder sowas, ja, so um den Dreh, wäre schon eine erwartbare Zahl. Ich weiß gar nicht, wovon die Analysten ausgehen, aber man geht von einer niedrigen Inflationsrate aus. Sollte das nicht so kommen, wäre es eine Überraschung und könnte nochmal krass Einfluss auf die Märkte haben. Und ja, wie gesagt, das ist auch eine temporäre, vorübergehende Betrachtung. Ich sehe das mit der Inflationsrate verhältnismäßig entspannt. Letzte Woche hatte ich ja ein bisschen was zum Bitcoin gesagt, den ich hier gekauft und verkauft hatte und zu den Steuern, dass ich das mit meiner subjektiven Einkommenssteuer eben versteuern lassen muss. Das stimmt. Insofern ich eine Freigrenze von 600 Euro nicht überschritten habe, das ist glaube ich die Veräußerung von sonstigen Gegenständen, so nennt man das in Deutschland, ganz, ganz wichtig ist, Freibetrag, Freigrenze, steuerrechtlich, was vollkommen anderes. Ich habe auch mal was studiert, wo Steuern, da hatte ich glaube ich in zwei Semestern hatte ich zwei größere Klausuren mit entsprechenden Vorlesungen. Daher kenne ich das noch so ein bisschen, der Unterschied zwischen Freibeträgen und Freigrenze. Freigrenze heißt halt, wenn du diesen Betrag überschreitest, dann wird alles, was auch darunter war, versteuert, und freie Beträge heißt, dass ein gewisser Betrag nicht versteuert wird und nur das, was darüber ist, wird besteuert. Und bei Kryptowährungen sieht es wie folgt aus. Wenn ich 600 Euro an zum Beispiel Bitcoin-Verkäufen realisiere an Gewinnen, das heißt, ich muss nicht nur Gewinne haben, Buchgewinne, sondern ich muss diese Gewinne auch realisiert haben, sprich Bitcoins verkauft haben, und dann müssen diese Beträge ab 600 Euro, dann werden diese versteuert, und zwar nicht nur irgendwie 1 Euro oder was weiß ich, wenn ich 610 Euro hätte, nur 10 Euro, sondern von 610 Euro müssen dann 610 Euro versteuert werden. Das heißt, auch jeder Euro, der sich unterhalb von 600 Euro befindet, muss versteuert werden. Und die Grenze liegt ja, um genau zu sein, bei 599,99 €. Das heißt, genau ab 600 Euro muss ich schon alles versteuern. Und wenn ich nur 599,99 € mit Kryptowährung im Jahr an Gewinne realisiere, muss ich bezahlen darauf an Steuern nichts. Nana, steuerfrei. Ich bin kein Steuerberater, das war also meine Meinung dazu. Nichtsdestotrotz, ab 600 Euro definitiv musst du das in der Steuererklärung angeben und rechne damit, dass dein subjektiver Einkommensteuersatz, dein persönlicher Einkommensteuersatz darauf angewendet wird. Je nachdem, wie viel Einkommen du hast, kann das halt irgendwas zwischen 0% und 42%, glaube ich, aktuell sein. Jawohl, sieht gerade schön aus, das Depot. Es steigt. In der Tagesansicht sieht es natürlich noch schöner aus. Aber wir beschäftigen uns mal, ich gehe hier unten auf das Suchensymbol, beliebte Aktien. Letzte Woche waren da keine Meme-Stocks drin und diese Woche sind da zum Beispiel Windeln.de und AMC zu finden. Und Windeln.de ist endlich mal ein Wall Street Bet Stock oder ein Meme-Stock, was aus Deutschland kommt, wegen .de, und wir haben auch eine deutsche ISIN. Ganz genau, nicht, dass ich Blödsinn erzähle. Bei Trade Republic gibt es hier auch den Hinweis, den ich gar nicht mal so doof finde, weil das Handelsvolumen erheblich ist, es immer wieder Kurssprünge gibt, Slippage-bedingte Preisänderungen, steht hier auch so drin. Und das heißt, diese Werte, wenn ihr damit rumzocken wollt, macht das bitte niemals ohne Limit Order. Schreibt euch das bitte hinter die Ohren. Immer einen Limit Order reinhauen. Wenn ihr diese Aktie kaufen wollt, dann kauft die nicht per Market Order, sondern macht mindestens 2,95 Euro oder sowas einfach rein. In der, gut, Monatsübersicht brauchen wir gar nicht, Wochenübersicht. Hier waren wir bei plus 342% bzw. 6,10 Euro. Und jetzt sind wir beim halben Kurs in etwa 2,91 Euro und das ging dann wieder. Wer hier gekauft hat, hat halt ordentlich verloren. Und ja, was dann, also wie sich dieser Linienchart hier weiterentwickelt, ist halt fraglich. Ist halt eine Menge Spekulation einfach drin. Marktkapitalisierung 51, gerundet 52 Millionen Euro. Und da ist natürlich auch mit weniger Teilnehmern immer mehr Volatilität drin. AMC Entertainment, ja, Volatilität war auch wieder da, plus 20% und dann natürlich von da oben wieder 20% und etwa runter. Aktuell sind wir bei 4%, relativ neutral.
und du siehst, wie das Ganze hier so ein bisschen, ist keine wirkliche seitwärts laufende Phase, aber so ein bisschen scheint sich das hier auf diesem Niveau von ungefähr 40 Euro zu konsolidieren. Finde ich recht spannend, dass wir doch längere Zeit mit diesem Wert hier oben bleiben. Ich dachte, wir würden wirklich wieder kurzfristig hier bei 20 Euro oder darunter fallen, aber das ist aktuell nicht der Fall. Und ja, die anderen Meme-Stocks laufen halt weiter. Und aktuell muss man auch sagen, wenn bei den anderen Werten nicht viel passiert, ist es, wenn man denn zwingend traden muss, gar nicht so doof, damit eben weiterzumachen, wenn man denn unbedingt sehr aktiv handeln muss. Jawohl, und diese Woche gibt es einfach nur einen groben Depotüberblick. Ich möchte gar nicht so viel mehr machen. Und jetzt sind wir hier schon bei 128 Euro. Vielleicht werden ja die 130 Euro tatsächlich auch bis nächste Woche gerissen. Ich würde, habe ich jetzt nicht drin, ich würde aber so bei 120 Euro wieder einen Nachkauf machen bei diesem ETP-Produkt hier. Und da warte ich einfach mal ab. Und genau, das ist zum Beispiel eine Position, die ich wirklich noch aktiv verfolge. Ansonsten will ich ja die meisten Aktien eher passiv hier erstmal im Depot drin lassen. Jawohl. Dass ihr mir euer Depot zusendet, hatte ich darauf hingewiesen. Ich hau am besten auch die E-Mail-Adresse nochmal in die Beschreibung des Videos rein. Wenn ich das nicht vergesse, dann ist das der kürzeste Weg natürlich für euch. Und ansonsten würde mich mal interessieren, wie verbringt ihr die aktuelle sehr volatilitätsarme Zeit? Tradet ihr aktiv mit anderen, was weiß ich, Produkten und Aktien, außer den Meme-Stocks? Oder betreibt ihr tatsächlich ein Trading mit den Meme-Stocks? Haut mir das mal bitte in die Kommentare. Ja, oder eben, wenn ihr passiv seid und ihr macht gar nichts, schreibt einfach trotzdem auch rein, dass ihr einfach gar nichts macht. Mich würde mal interessieren, wie ihr mit der aktuellen Marktphase umgeht. Und lasst uns darüber mal ein wenig diskutieren. Ja, ich würde mich wie immer über ein Like, falls noch nicht geschehen, freuen. Gerne kannst du diesen Kanal auch abonnieren und diese Glocke drücken, dann verpasst du zukünftig kein neues Video mehr. In der Beschreibung gibt es wie immer Links zu Konten und Depotanbietern. Wenn du darüber ein Konto oder Depot eröffnest, kriege ich eine Provision. Ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs freundliche Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.